herzlich willkommen zu einem kurzen Informationsvideo zu meiner Präventionsstraße. Mein Name ist Dr. Markus Stöcher und ich habe in den letzten 5 bis 8 Jahren verschiedenste alternative Messmethoden zu einer Präventionsstraße zusammengeführt. Wenn Sie jetzt fragen, alternativ, was heißt alternativ? Alternativ medizinisch, sage ich da. Also ich versuche ja den Menschen ihre Schwachpunkte und Belastungen zu zeigen, bevor ein Problem daraus entsteht. Und daher muss man auf energetische Analysen zurückgreifen, um wirklich schon Schwachpunkte zu sehen, die noch nicht im Blut messbar sind oder in einem CT sichtbar sind. Das Wichtigste, wie bei allen diesen Messungen, ist natürlich den Stress einmal zu bewerten. Und das machen wir mit einem HRV-Analysesystem. Das heißt, wir messen den Puls eines Menschen, genauer gesagt 300 Pulsschläge eines Menschen, und analysieren aus den unterschiedlichen Pulszahlen, also wie schnell das Herz innerhalb dieser 300 Schläge sich verändert, wie gut er mit Stress umgehen kann und noch viel mehr. Das heißt, wir analysieren, auf der einen Seite ist er eher im Denken oder ist er eher im Spüren, ist sein Parasympathikus stärker als sein Sympathikus, also die zwei gegeneinander geregelten Nervensysteme, die nicht mit dem zentralen Nervensystem zusammenhängen. Wir schauen uns an, wie ist sein Biorhythmus, wie ist sein biologisches Alter, ist da ganz, ganz interessant. Natürlich wird auch angeschaut, wie es mit einem Herzinfarktrisiko ausschauen könnte, obwohl das gar nicht unser Thema ist, sondern wir sind ja in der Prävention. Wir wollen auch über diese Analyse ein Selbstanalysesystem des Menschen besser implementieren. Das heißt, wenn der Mensch weiß, wo seine Schwachpunkte sind, kann er auch darauf reagieren. Er kann damit arbeiten, dass er sagt, okay, ich sehe hier ein absolutes Übermaß an Sympathikus, also ich muss zumindest manchmal am Tag durch Atemtechniken mich wieder in den Parasympathikus, also in den Regenerationsmodus hineinführen. Auf der anderen Seite muss ich mein Denken auch mal ausschalten können, das schaffe ich auch durch die Atmung. Ich darf durch diese Analytik auch ein bisschen ein Körpergefühl entwickeln, also wie steht es um mein Herz? Ist das immer im Halsbereich wie ein Kloß oder ein Prügel, der mich ständig vor sich hertreibt? Oder ist es auf der anderen Seite eher ein Fließen, etwas, was ich merke, dass ich alle verschiedenen Anspannungen, Entspannungen im Laufe des Tages erleben kann und darf. Die HRV-Analyse dauert so um die 5 Minuten und wird in der Präventionsstraße dann noch besprochen. Man bekommt einen Ausdruck über die 6, 7 verschiedenen Parameter, die hier wichtig sind. Im nächsten Schritt könnte man natürlich dann auch eine Meditation für seinen eigenen Stresstyp auf den Leib geschneidert bekommen. Also das ist der Bereich Stress, der derzeit ja der Nummer 1 Faktor von Krankheit in unserem heutigen Gesundheitssystem ist. Ein anderer Punkt, der schon länger in allen Bereichen der Gesundheitsprävention, besonders in der alternativen komplementären Schiene, ein Thema ist, ist die Übersäuerung. Und die kann man zum Beispiel messen mit einer CRS-Analytik. Das ist eine Autofluoreszenzanalyse. Das heißt, man analysiert das Redoxpotenzial des Körpers über die Haut. Insgesamt geht es über UV-Strahlung, das heißt, man braucht einen Muskel, den man sich da anschaut. Man könnte jeden Muskel des Körpers nehmen. In unserem Fall nennt man den Daumenballmuskel. Hier strahlt man mit einem UV-Strahl ein und misst, welche Moleküle hier gerade aktiv sind oder beziehungsweise in welchem Stadium sie sind. Sind sie oxidiert, also sind sie gerade passiv, oder sind sie reduziert, also sind sie aktiv. Jedes Enzym kann 2 verschiedene Zustände haben. Entweder ist es aktiv und arbeitet für uns oder ist es passiv und muss das wieder regenerieren. Und dieses System misst über 200, 400, 600 verschiedene dieser Moleküle, wertet aber nur 16 Paare aus. Das heißt, man hat 16 Redoxpartner, zum Beispiel ganz berühmt ATP, unser Hauptenergiemolekül, und ADP, unsere Regenerationsform von unserem Energiemolekül. Also auch hier sieht man, es geht immer darum, wie regenerationsfähig ist unser Körper und wie ist sein Zustand jetzt. Umgerechnet wird es dann beim CS über eine Software zum Schutz vor Übersäuerung, Schutz vor Entzündungen, Schutz vor infektiösen Prozessen. Wie schaut es mit dem Stress aus? Wie schaut es mit oxidativem Stress aus? Wie geht es dem Bindegewebe? Und sehr viele Sachen mehr. Und das alles nur, weil man 5 Sekunden auf eine UV-Lampe greift und dann endlich sieht, wie es dem Stoffwechsel geht. Also hier geht es darum, die zentralste aller Stoffwechselprozesse, nämlich dieses Redoxpotenzial, sichtbar zu machen. Viel mehr kann diese Software natürlich auch, wenn man es dann abfragt, nämlich man kann seinen Stoffwechseltyp analysiert bekommen, also bin ich Mischtyp, bin ich Kohlenhydrattyp, bin ich Eiweißtyp,
Man kann sich über die einzelnen Probleme auch wirklich sichtbar auseinandersetzen. Habe ich eine Pilzbelastung? Habe ich eine virale Belastung? Das sind aber alles Dinge, die dann schon in die Tiefe gehen. Am Anfang ist es immer wichtig, dass man sieht, wie gut ist allgemein die Leistungsfähigkeit meiner Zellen. Sind die regenerationsfähig und willig oder sind sie jetzt nicht? Und das wird gerne im Sport eingesetzt, wo man früher da Laktat gemessen hat am Ohr. So macht man es jetzt zum Beispiel mit so einem CRS-Analysesystem. Als drittes Produkt meiner Präventionsstraße oder Zielgebiet meiner Prävention ist die NLS-Analyse. Das heißt, es ist eine Art Bioresonanz, kommt aus dem russischen Bereich. NLS steht für nicht-lineare Systemanalyse, ist entwickelt worden scheinbar für die russische Raumfahrt. Das heißt, für Menschen, die ein halbes Jahr keinen Arzt sehen und funktioniert über Licht- und Magnetfelder. Das heißt, man induziert im Körper ein Licht- und Magnetfeld, das mit dem eigenen Körper Licht- und Magnetfeld interagiert und schaut, wo gibt es Differenzen, wo gibt es Dissonanzen, wo gibt es Resonanzen, so wie bei Bioresonanz halt immer ist. Und das Schöne an dem System ist, zu alten Bioresonanzsystemen, es wird verbildlicht. Das heißt, diese Dissonanzen und Resonanzen werden als Symbole über organische Bilder gelegt. Das heißt, man sieht dann am Herzen, was ist am Herzen im optimalen Zustand, was im Herzen als wieder eher degenerativ, wo habe ich einen Stress in der Regeneration, wo finde ich meine Schwachpunkten. Und was auch interessant ist, man sieht auch Defizite und man sieht Belastungen durch Viren, Bakterien und Pilze. Das heißt, man kann den ganzen Körper durchscannen, darum nennen wir ihn auch Körper scannen, diese NLS-Analyse, man scannt den ganzen Körper durch, das dauert so um die 5, 6, 7 Minuten und dann kann man sich die einzelnen Schwachstellen am Körper wirklich betrachten, kann sich dann überlegen, woher kann das kommen, kriegt Tipps von der Software, dass vielleicht eine Lebensmittelunverträglichkeit da ist, dass vielleicht eine Schwermetallbelastung da ist, kriegt auch Tipps, welche Pflanzen da helfen würden oder welche Steininformation da helfen würde. Und am Ende dieser Analyse weiß man dann über seine Stärken und Schwächen auf der organischen Ebene hoffentlich Bescheid. Das sind so die Dinge, die Menschen kennen. Wir gehen einen Schritt weiter in unserer Präventionsstraße. Wir füttern mit diesen Informationen auch einen Algorithmus, unseren Gesundheitsalgorithmus. Das heißt, wir füttern ihn mit den Resonanzdaten der NLS, wir füttern ihn mit den Autofluoreszenzdaten des CRS oder wir füttern es mit den Daten eines HRV-Analyse-Messtages. Dann berechnet uns diese Algorithmus-Zusammenstellung, die aus verschiedenen Algorithmen zusammengestellt ist, wie geht es weiter. Das heißt, wir sehen dann im Algorithmus, okay, heute habe ich diesen und jenen Zustand mit dem und dem Biorhythmus, habe auch da vielleicht noch einige Verbindungen, die die einzelnen Geräte nicht gezeigt haben, auf der psychischen, emotionalen oder auch auf der energetischen Ebene. Und das kann ich dann in der Folge täglich mir anschauen, wenn ich das möchte. Das heißt, ich kann mir den Verlauf meiner Analysen jeden Tag verbildlichen und oder ich kann auch eine Veränderung anstoßen. Das geht über eine Frequenzhomöopathie. Das macht alles dieser Algorithmus, der mich dann täglich auf meinem Handy oder auf meinem Computer begleiten kann. Das ist auch der Sinn unseres Präventionsansatzes. Wir wollen ja den Menschen täglich etwas für ihre Gesundheit tun lassen und dazu bräuchten sie halt immer Informationen, wo ihre Schwachpunkte liegen. Für alle, die so hypochondrisch veranlagt sind, werden wir das auch so machen oder machen wir es auch schon so, dass sie eigentlich nur die Lösungen kriegen, dass sie gar nicht sehen, was sie für Probleme haben, sondern dass sie Lösungen kriegen. Also welche Lebensmittel wären heute gut, welche Nahrungsergänzungsmittel wären gut, welche Rezepte nach einem Anthony William wären gut, welche Bewegungs- oder Atemtechniken wären heute für mich gut. Also das ist dann wirklich die Prävention, wie ich sie gerne in jedem Wohnzimmer und in jedem Büro sehen würde, dass man jeden Tag so seine 5, 6 Punkte hat, auf die man sich dann einstellen kann und die für einen wirklich die Gesundheit erhalten lassen. Ich hoffe, Sie haben sich jetzt ein bisschen ein Bild machen können von unserem Zugang. Eine Präventionsstraße kann auch dann schon mal größer sein. Wir haben auch eine Spezialistin, die sich besonders mit dem Atlas auseinandersetzt. Wir haben auch einen anderen Spezialisten, der dann auch nochmal genauer sich Affirmationen anschaut, grundsätzlich auch ins Energetische sehr tief hineinschauen kann. Das kann aber auch alles die Software für sich und darum sage ich mal, schauen Sie sich an, wo Sie gerne mal sehen würden, wie es bei Ihnen ausschaut und sprechen Sie mit uns über die Möglichkeiten einer positiven Veränderung. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir uns mal sehen bei einer Präventionsstraße und dann über Ihr Leben reden. Herzlichen Dank.